Ich teile gerne mit dir meinen Kuchen. Und weiter so. Stream weiter von mir Sachen. Tommy! Warum nimmst du mich nicht an, letztes Mal? Mo, ich hab dein Plus geklaut, Ahla Mo, weil ich seit 2 Tagen nicht live bin. Ich hab dich eingeladen, ganz rein. Egal, alles gut, scheiße. Erstmal ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Dann, damit ich bei deinem YouTube noch besser aussehe. Der eine will auf dich, der sagt, frohes Juju, neues Jahr, Lejanko, frohes neues Jahr. Weiter so, Mo. Was geht ab? Weiter so. So, hört mir jetzt zu, Leute. Ab 100 Punkte, wer führt, darf reden. Okay, ihr Süßen? 100 Punkte, wer führt, darf reden. Ab 100 Punkte. Tommy ist manchmal sehr frech. Und das, wir müssen jetzt zeigen, dass er sich hier nicht mit uns so anlegen kann. Fokussiert auf meine Ziele, Leute. Hör auf, Sabrina. Also, frohes neues Jahr an euch alle, ihr Süßen. Sabrina, zeig jetzt, wie loyal du bist. Burak 63, Grüße aus 63, mein XX, Bester. Ich weiß es nicht. Er sucht sich einfach Opfer, weil er sein Geld machen will. Das geht nur um Klicks, Leute. Versteht ihr das? Es geht nur um Klicks. Und diesmal bin ich sein Opfer. Aber ist kein Problem. Er kann gerne mich als Opfer nehmen. Interessiert mich gar nicht. Deswegen, alles gut. Das ist meine Primetime. Nix in Heimat. Ich mach nix in Heimat, Bruder. Ab 100 Punkte. Wer führt, darf reden, Leute. Kommt, Leute. Mal zwei, kommt. Ich küsse deine Augen, Vicky. Ich habe heute noch von dir gesprochen. Was soll ich Respekt was haben? Was redest du für eine Scheiße, Mann? Was soll ich Respekt haben, der mir sowas zeigt? Habe ich gesagt? Ich habe nur gesagt, du bist ein kleiner Junge. Red nicht. Was? Flutschi, flutschi, alle. Ey, ich schwör, weißt du was, dafür gehe ich nie wieder mit dir live. Ja. Dass du so eine. Ich gehe nie wieder mit dir live, Amanakö. Guck mal, das zeigt einfach, dass du kein loyaler Typ bist. Ich habe immer zu dir gehalten. Aber du sagst mir, Abu Chaka soll in dir rein, wenn du so redest, ja? Schäm dich. Wallah, schäm dich. Ey, du bist respektlos. Nein, wo bin ich? Geh mal weg, komm mal zurück, wenn du stärker bist, ihr Losers da drüben. Ja. Was ein Lolli, ja? Oh mein Gott, ja? Guck mal, wie peinlich, Alter. Er soll mal aufhören, zu viel davon zu nehmen. Es tut mir leid, Leute, ne? Aber der ist seit länger mit mir befreundet. Er zeigt mir den hier. Wenn mir jemand sowas zeigt, was soll ich denn von dir halten? Du benimmst dich gerade wie 18. Benimmst dich wie ein kleiner Junge. Pech gehabt. Was? Ich habe mit Escort nichts zu tun. Pass auf, wie du redest. Pass auf, wie du redest. Pass auf, wie du redest. Wer bist du denn? Wer bist du denn, dass ich aufpassen muss, wie ich rede? Fängst du an mit dummen Grimassen und erwartest, dass ich dich respektiere? Wer bist du denn? Guck mal, wie kindisch er ist. Er sagt doch Abu Chaka. Like, wer dieses Gerücht erfunden hat, möge Gott dir beistehen, weil du so lächerlich bist und mich hier so in diesem Netz darstellen willst. Leute, denkt doch, was ihr wollt. Von mir aus denkt, ich war mit der ganzen Familie von Abu Chaka. Interessiert mich ein Scheißdreck. Ich weiß doch, was ich gemacht habe und was ich nicht gemacht habe. Ich weiß doch, was ich gemacht habe und was ich nicht gemacht habe. Er beleidigt mich mit Yasser. Junge, denkst du, ich will Yasser überhaupt? Er ist nicht mal mein Typ. Leute, wenn ihr ein bisschen nachdenkt, dann würdet ihr alle wissen, dass das alles nur wegen Klicks gemacht wird. Geh mal weg, ja? Peinlich, Alter. Kann mir nur schlechte Energie machen. Mein Gott, Yasser könnte mein älterer Onkel sein, ja? Peinlich, Alter. Guck mal, ich sag euch jetzt ein Beispiel. Letztens, ich bin mit Engelgesicht live, okay? Ich gebe euch nur ein Beispiel. Dr. Yusuf, wie geht's dir, mein Lieber? Ich bin mit Engelsgesicht live und einer spendet bei mir, er hat eine Firma und er verkauft ein Getränk, Moloko, ja? Borsan, danke schön. Er verkauft ein Getränk. Frohes Neues an euch alle, Leute. Frohes Neues an euch alle. Er verkauft ein Getränk. Was sagt Engel? Oh, Leute, sein Getränk. Guck mal, wie die Leute sind. Richtige Mitläufer, richtige Mitläufer. Keiner hat heutzutage noch seine eigene Meinung. Keiner hat seine eigene Meinung. Jeder kauft sich was, alle kaufen sich das. Peinlich. Und er hat eine Firma, okay? Er hat das Getränk Moloko rausgebracht. Ich will euch nur ein Beispiel geben, wie die Menschen sind. Weil
weil Engel es nicht einsehen konnte, dass er gerade am Verlieren ist, hat er gesagt, ja Leute, kauft euch das Getränk nicht, es ist Dings drinne, das ist das Weiße drinne, was Männer, ihr wisst schon was, das ist das drinne und alle so dumm und dämlich wie die sind, TikTok sportlich, alle so dumm und dämlich wie die sind in der heutigen Generation, kommen in meinen Chat rüber, ja Leute, kauft euch das Getränk nicht, kauft euch das nicht, es schmeckt nicht, wie so eine kleine Hunde, TikTok sportlich, wie so eine kleine Dackels. Leute, was hat Engels Gesicht, ja? Ja, ich will euch nur was damit erklären. Was tut er denn für euch, dass ihr ihn direkt glaubt und alle seiner Meinung seid? Oh mein Gott, habt eure eigene Meinung. Macht euch doch von einem Menschen ein eigenes Bild. Hört doch nicht immer auf die anderen. Ihr hört immer auf die anderen. Warum könnt ihr euch nicht selber von einem Menschen ein Bild machen? Warum müsst ihr immer mit der Mehrheit mitgehen? Das ist so schwach. Bei Gott, das ist so schwach. Anscheinend schon, Randy. Anscheinend schon, weil sonst würden ja nicht 1700 Leute bei mir rüberkommen und sagen, oh mein Gott, kauft euch dieses Getränk nicht. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn, ja? Das ist ja peinlich. So weit ist es gekommen, dass die Menschen nicht mal mehr ihre eigene Meinung haben. Weil er bei mir geschossen hat. Ich gebe euch nur Beispiele. Ist mir doch scheißegal, ich kann von mir aus reden wie dein Vater. Was interessiert dich das? Murat, Murat, Murat. Wenn ich wie ein Murat rede, dann geh raus aus meinem Live. Geh doch raus aus meinem Live. Ich rede wie Murat. Und jetzt? Behindert, ja? Du mit deinem Fake-Account wirst jetzt blockiert, weil du hast nicht mal die Ehre, mich anzuschauen. Ja, tschüss. Tschüss mit dir, tschüss. Ja, und ich heule. Und jetzt? Als ob ich mich aufrege. Denkt ihr, ich nehme das ernst? Nur weil ich meine Meinung äußere? Gott, Alter, wie peinlich, ja. Weil ihr alles packt, wenn ihr alle... Wie peinlich einfach. King Al-Zain, Anna Mneha, Anta Kifak. Alle waren da. Ja, jetzt so, natürlich. Wir hatten eine Frauenparty gestartet. Echt? Was? Ich habe ganz schön, viele, ja? Videos. Ich habe ganz viele Videos, wo wir alle zusammen tanzen in der Wohnung und richtig abgehen. Hast du die auf TikTok hochgeladen oder wo hast du die hochgeladen? Nein, ich habe die auf WhatsApp und auf Instagram gepostet. Da muss ich mal gucken. Aber auf TikTok so nicht. Nee, Familie ist das Beste, Jabu. Familie richtig. Ist das Beste, das sage ich dir. Alles andere scheißegal, ja, Leute. Geld, richtig. Autos, Klamotten, scheißegal. Familie. Scheißegal, Mann. Hauptsache, du hast deine Familie bei dir. Ist so, das sehe ich auch so, hundertprozentig. Hört mir mal zu, Leute. Ab 100 Punkte darf ich das Gas geben, ja? Wie bitte? Ich sag gerade zu Rezo, der soll Gas geben. Ja, Verona, mein Schatz, tu mir mal einen Gefallen. Schatz, teil mal den Live bitte an jeden weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf Julius direkt. Was denn, Digi? Hör doch auf zu teilen jetzt. Jetzt bist du ruhig. Wir möchten gar nichts mehr hören. Schreiben mir. Ja, Juju. Hallo, Bella. Frohes Neues, meine Liebe. Ein, zwei Supporter schreiben mir. Ja, Juju. Bella, danke schön. Ja, Juju. Wir haben die Löwe und so geschickt. Kannst du dich jetzt mit mir treffen? Ich sag bitte was. Weil du mir einen Löwe geschickt hast, soll ich mich jetzt mit dir treffen? Wisst ihr, was ich richtig traurig finde? Die denken nur, weil sie einen Löwe schicken oder sonst was, dass ich mich mit denen treffe. Wie erbärmlich. Digga, wenn du was aus deinem Herzen machst, wenn du jemandem etwas schenkst, warum erwartest du was zurück? Warum? Und deswegen, viele Supporter sind nicht mehr hier. Aber egal. Scheiß auf solche Leute. TikTok sportlich. Es werden immer neue Leute kommen. Rap, respektier mich und du wirst sehen, wie ich dich respektieren werde. Ich bin doch die Letzte, die Menschen fertig macht. Das mag ich nicht. Harry, danke schön. Aber du kannst nicht erwarten, dass du irgendwelche komischen Sachen machst und ich bin dann trotzdem korrekt. Hallo, was ist das? An Lamse, danke schön. Ich küsse euer Herzen. Ja, Leute, tut mir leid, ich muss kurz sagen. Melina, danke für die Rose. Melona, danke schön. Jane, danke schön. Bitte, Leute, bei mal zwei alles. Geht euch gut.
Walla, ey, dieses Mittagsschlag, was heißt Mittagsschlag, diese Powernap, was ich gemacht habe, war krank. Ich fühle mich voll hyperaktiv. Leute, wer kann und wer möchte, alle zusammen, Leute. Hallo, Sigi, ich lebe noch. Ich war 2 Tage nicht live, ich bin mit meinen Eltern. Boss Deluxe, subscribe. Boss Deluxe, subscribe.